So, jetzt reden wir noch ein bisschen über Geld. Haben Sie vielleicht gelesen? Ist beschlossen worden, dass unter Biden dann schon, dass der Biden wird weitere 1.900 Milliarden, jetzt sage ich extra nicht 1,9 Billionen, weil Billions und Milliarden sind das Gleiche, damit es kein Missverständnis gibt. 1.900 Milliarden, und man kann auch sagen, 1,9 Millionen Millionen. Also man kennt 1,9 Millionen Bürger in den USA eine Million Lottogewinn ausschütten. Das sind unglaubliche Summen und sie passieren in der Schweiz, sie passieren in der EU, sie passieren auf der ganzen Welt. Es wird einfach die nicht vorhandene Produktivität wird kompensiert scheinbar einfach mit, wir haben ja Geld und wenn wir es nicht haben, dann drucken wir es. Ich weiß nicht, ob die Leute nicht verstehen, was da passiert. Ich kann mir vorstellen, wenn die Leute nicht verstehen, unsere Pfnüsel nicht verstehen, wie sollen sie denn so etwas verstehen? Weil Wirtschaft und gerade Finanzwirtschaft ist etwas Komplexes. Wir sind da selber, mir ist selber nicht alles klar. Aber etwas ist doch Gott nochmal sonnenklar. Auch wenn das Geld jetzt angeblich in die Arbeitslosenversicherung geht, die Ärmsten soll gehen, zur Unterstützung von Firmen, vom Kurswetten retten, all das Zeug, das kann alles sein. Aber wisst ihr, was passiert? Das Geld verpufft in den Händen von den Leuten, die es überkommen. Selbst wenn es fair verteilt wird, verpufft das Geld sofort. Aber die Geldmenge wird erhöht, es gibt eine Inflation. Und Inflation ist ein anderes Wort für eine Geldentwertung. Und eine Geldentwertung heisst im Umkehrschluss eine Aufwertung vom Wert von Immobilien, von Aktien, von Besitz. Gleichzeitig heisst es auch eine Abwertung der Schulden. Das heisst, es wird dann einfacher, zum Schulden zurückzahlen, wenn die Inflation ansetzt. Aber die Inflation hat ja bis jetzt nicht angesetzt bei den Löhnen. Oder? Also bei den einfachen Produkten, bei Lohnerhöhungen und so weiter. Weil dann könnte man sagen, ja, die Inflation hat etwas Gutes. Man könnte so, durch die Hyperinflation werden plötzlich alle Immobilienkredite, alle Hypotheken werden plötzlich billig. Wenn man plötzlich ab 5'000 Franken, 50'000 Franken verdient und man 1 Million Schulden hat auf der Hypothek, dann hat man plötzlich 10-mal, wenn das, ja, dann hat man plötzlich 10-mal weniger Schulden, vermintlicherweise, oder? Und dann muss man dann anfangen, Banken zu wetten. Weil die Hypozinsen gehen natürlich dann auch rauf, schiessen in den Himmel. Mein Gott, die ganze Tragweite, wenn was passiert, kann ich selber nicht abschätzen. Ich überhaupt, das kann niemand abschätzen, sogar Leute, die mehr Ahnung haben als ich, die viel mehr Ahnung haben als ich von Finanzen, von Wirtschaft. Und damit meine ich nicht die Arschloch-Professoren, die auf ihren goldenen Thrönchen hocken und, ja, also ich meine jetzt wirklich die Leute aus der Wirtschaft. Nicht mal die können das richtig abschätzen, aber etwas ist sonnenklar. Die Armen werden mausarm und der Mittelstand verarmt. Und profitieren tun die Reichen. Wer vor der Pandemie 300'000, sagen wir mal 500'000 Stutz gehabt, der hat jetzt wahrscheinlich etwa 1 Million. Ziemlich egal, wie scheiße er das Geld angelegt hat. Außer auf dem Sparbuch. Wenn man 500'000 in die Aktien gehabt, hat jetzt 1 Million. Und das geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist unser Geld. Das ist unser Geld. Und die Linke, die sogenannte Linke, ist vorne dran. Eigentlich kann es uns egal sein, was in Amerika passiert. Ich kann es aber nicht. Eigentlich kann es uns egal sein, was in der EU passiert. Ich kann es uns aber nicht. Weil der Bundesrat aus 7 Pussis und Schleppschwänzen besteht, wo irrlichtert, wo im besten Fall irrlichtert, im schlimmsten Fall bösartig das Volksvermögen verramscht, uns entrechtet und entehrt mit der Maske, entrechtet, verschuldet, verarmet. Und wenn wir jetzt plötzlich in den USA sind, ja die, sagen wir mal, auf ich habe mal eine Zahl genommen, 10'000 Milliarden werden in dem Zeithorizont sein, in dem Preisrahmen oben sein, wo da jetzt mittlerweile an Gelder geflossen sind. Da ist auch nicht das Geld eingerechnet, das nicht verdient wird, nicht das Geld eingerechnet, das nicht entschädigt wird. Das sind 30'000 Dollar pro Amerikaner. Nehmen wir also 30'000 Franken pro Schweizer.
Das sind schnell. Wisst ihr, was das heisst, um das zurückzugewinnen? Das heisst, Mehrwertsteuer langsam raufgehen. Dann heisst es, Krankenkassenprämie raufgehen. Dann heisst es, ein bisschen weniger Sozialhilfe. Ein bisschen weniger IV-Gelder. Ein bisschen weniger Subventionen, wäre am meisten egal. Ein bisschen weniger Unterstützung für die Studenten. Ja, und dann gibt's, haben wir weniger Lohneinnahmen, haben wir weniger Einnahmen, gibt weniger Steuern, dann gibt es noch ein bisschen teure Mehrwertsteuer, noch ein bisschen mehr Krankenkassen, noch ein bisschen mehr Gebühren, noch ein bisschen mehr Grundbuchänderungsgebühren und so weiter. Man wird einfach überall in allen Schräubchen wieder raufgehen. Weil etwas könnt ihr mal glauben, das Geld, das wir bekommen, kommt nicht vom Bundesrat. Das kommt von uns selber. Es wird Geld verlochen, wo wir gar nicht haben, und zahlen müssen wir selber. Wenn es also Beizen kommen und die ganze Industrie kommt und Schadenersatz will. Und wenn jetzt Leute sagen, wenn wir mit dem Bundesrat einklagen, auch wenn wir ihn einklagen, auch wenn wir Recht bekommen, dass die Schliessung für den Betrieb widerrechtlich sind, wer zahlt zum Schluss? Wir Steuerzahler zahlen zum Schluss, nicht der Bundesrat. Der Bundesrat hat seine halbe Kiste vom Konto plus X. Und mit X ist mutmässig Schmiergeld und mutmässig keine Ahnung, was die überkommen, für Sitz einnehmen in der Krankenkasse. Ich habe gehört, jeder zweite in der Legislative, Bundesrat, Nationalrat, Ständerat, segieren sie mit einer Krankenkasse verbandet oder mit dem Gesundheitssystem verbandet. Das heisst, die alle haben gar kein Interesse gegen die eigenen Leute zu verstehen. Sie kommen Geld über von da, sie kommen Prestige über von da, hockt die Verwaltungsräte von den verschiedenen Krankenkassen, wo wir ja zig oder hunderte haben, ich weiß es gar nicht, einfach unzählig viel. Und alle köcheln dort ihre Süppli. Und zahlen können wir es. Und was macht man als kleiner Anleger? Was kann man machen als Anleger, als kleiner Mann? Als jemand, der von der Hand ins Maul lebt? Grundsätzlich kann man nichts machen. Nichts. Was man machen kann, ist, man kann eine Wette eingehen, hochspekulativ an der Börse investieren, Optionen kaufen, Put oder Call und auf einen Hebel hoffen. Mit sehr ungewissem Ausgang. Ich setze auf Bitcoin. Ich habe Glück gehabt, ich hatte letztes 1,5 Jahre Tesla-Aktie gehabt, habe einen eigenen Blog gehabt, Mission Million. Was die Leute erklärt, kaufen Tesla-Aktien. Hat man im Zusammenhang mit der Pandemie auch ein paar Fehler gemacht, aber grundsätzlich hat man Tesla extrem geholfen, weil der Kurs hat sich verzwanzigfacht seitdem. Nicht nur wegen der Pandemie, aber einfach darum, weil Elon Musk eine super Arbeit gemacht hat und all die Tesla-Mitarbeiter. Darum ist das so explodiert. Aber jetzt, denke ich, wird mit Tesla mit 800 Milliarden Kapitalisierung ist noch verdreifacht, möglich in den nächsten 2-3 Jahren. Dann sind sie auf dem Preis von Apple. Und dann müssen sie einmal liefern mit satten Gewinn. Und einfach nur die Hoffnung und nur die Zukunftserwartungen wird mir nicht mehr langen. Das heisst, ich habe mich entschlossen. Auch darum, weil ich Angst habe vor dem, was jetzt passiert. Von diesen Umwälzungen, die passiert. Und die werden passieren. Habe ich mich entschieden, hochspekulativ reinzugehen und ein Drittel von meinem ganzen Barvermögen, wenn man so will, ein ganzes Drittel in Bitcoin und Ethereum zu setzen. Ethereum. Das sind sogenannte Kryptowährungen. Und das ist kein finanzieller Rat. Jeder muss selber machen, was er will. Soll mich auch nicht anfangen zu verklagen, weil er da das macht, was ich gemacht habe. Aber ich habe einfach die Hoffnung oder die Erwartung, wenn wir jetzt so die Makroökonomie anschauen, also quasi Gesamtwirtschaft aus der Vogelperspektive, wie kann das anders enden als in der Inflation? Man hat bereits jetzt Inflation. Nur man sieht man es eben so. Man merkt es halt bei McDonalds, wo glaube ich jetzt dazu hat. Man merkt es dort beim Netflix schauen, wo wir glaube ich 20-25% aufgeschlagen haben. Aber merkt man das schon? 15 auf 17 Franken? Nein, merkt man nicht, aber es sind irgendwie 20%. Wenn sie einfach durchbrechen auf die Milch, auf den Käse, aufs Fleisch, auf alle Lebensmittel, auf das nächste Velo, das wir kaufen, auf alles, dann wird es brutal. Aber im Moment, was man sagen kann, ist, die Inflation hat angesetzt, eben bei den Aktien. Die Aktien sind unglaublich viel teurer geworden. Der Michael Saylor, der selber in die Aktien, in den Bitcoin rein ist,
Er sagt, in den USA rechnet er mit 15% Inflation, Stand heute. Ohne, dass der Konsument merkt. Aber der Konsument, da hat mir sagen lassen, von jemandem, was besser weiß als ich, der spürt die Inflation immer erst am Schluss. Wir haben so einen Warenkorb, oder? Aufgrund vom Warenkorb wird entschieden, wie viel Inflation das wir haben. Und dementsprechend mit dem gibt es dann meistens Lohnerhöhungen. Meistens wechseln wir zwischen 1 und 2%. Und dann gibt man einfach 1 bis 2% mehr Lohn und alles ist gut. Aber was ist, wenn Milch plötzlich statt 1,60 Franken 2,20 Franken kostet? Das ist nicht noch viel. Aber ich schätze jetzt mal etwa 30 bis 40% Aufschlag. Und wenn man das auf alles rechnet, heisst das, du kannst, wenn du die 5'000 Franken verdienst, hast du einfach ein Drittel weniger Lohn. Einfach ein Drittel weniger Lohn. Und wenn du bis jetzt 4'000 Franken verdient hast, hast du noch 2'700 Franken. Jetzt mal grob geschätzt. 30%. Und das ist ein Szenario, das nicht ausgeschlossen ist. Und wieso was dann passiert? Wenn es Inflation gibt, dann schiessen die Hypotheken im Himmel rauf. Weil die Banken wollen ja keinen Verlust machen. Wo bist du nicht so schlimm? Der Staat zahlt es ja, wir zahlen es ja. Das heisst also, wird plötzlich wieder Hypotheken 5%, 6%, 8% haben wir, glaube ich, in den 70er Jahren. Ich mag mich erinnern, in Mitte der 80er Jahre, glaube ich, 5 bis 6% der Hypothek. Und dann sehen wir, was passiert. Wieso es denn passiert? Da gibt es ganz viele Leute mit ihren Wohnungen in Zürich, mit ihren Häusern auf dem Land, die einfach nicht können, plötzlich 5, 6, 8 Mal so viel Hypo zahlen wie jetzt. Obwohl der Staat ja uns von der Bankenvorschrift erlassen hat, dass wir mit 4,5% leben können, wird es trotzdem passieren, dass eben aufgrund dessen, dass die Lebenshaltungskosten teurer geworden sind, dass die Arbeitslosigkeit steigt und die anderen, die nicht arbeitslos sind und unter höherem Lohndruck sind, plötzlich nicht mehr leisten können. Und dann, was passiert? Der Boom mit dem Immobilienmarkt, und jetzt kann ich als Immobilienmarkt wieder mitreden, tut dann einfach implodieren. Und dann sind Häuser, die jetzt für den Millionenwert sind, die haben ihre Häuser auf dem Land, für eine Million kommt es nicht mehr über. Wo gibt das noch? Eine Zweihalbzimmerwohnung in Zürich, wenn man Glück hat, am Rand von Zürich. Hat man einfach die totale Implosion. Und plötzlich wird der Markt geschwemmt mit leeren Wohnungen. Typ Pensionskasse haben Geld reingebuttert in ganze Wohnsiedlungen. Oder wenn jetzt die Zuwanderung abnimmt, was ja auch sein kann. Oder wenn jetzt einfach so viel gebaut wird, dass man es gar nicht mehr bewohnen kann, wie viel leer steht. Dann was passiert? Leerstände. Druck auf die Mieten. Die Immobilienbesitzer verdienen nichts mehr dran. Und so weiter. Das ist ein Rattenschwanz auf uns eindreschen. Und wer wird wieder profitieren? Die Reichen. Weil was wird passieren? Es braucht eine Bankenrettung. Oder sonst eine Rettung. Eine Swiss-Rettung. Wo der Lufthansa gehört. Auch wenn es Swiss heisst. Es werden einfach so Sachen passieren und es wird wieder am Volk vorbeigehen. Und schwuppdiwupp machen wir einfach ein, zwei, drei Jahre Pandemie. Machen wir ein bisschen Stubenferien, ist nicht so schlimm, sollte das so tun. Die waren Egoisten, die nur auf ihren eigenen Spass schauen. Egoisten, die ihre Karriere vorantreiben, statt die Hause hocken, mit sie immer anstecken. Genau. Uns alle putzen. Uns alle zieht es eben. Außer die Reichen. Die Reichen werden scheissreich. Und ich bin kein Sozialneider. Ich finde das gut, dass Leute aus eigener Leistung können reich werden können. Aber in der Schweiz ist es noch so, dass man Arbeit versteuern. Wenn ich jetzt sage, ich habe 3'000 Franken Einnahmen für Stricker-TV, dann zahle ich nochmal 500 oder 1'000 Franken an den Staat. Aber wenn ich 3'000 Franken Aktiengewinn habe, warum nicht, zahle ich keinen Rappen. Ich finde das gut, dass man keine Gewinnsteuer zahlt auf Vermögen. Weil das Vermögen hat man erstens mal selber angespart, man hat es also schon mal versteuert, zumindest wenn man es nicht geerbt hat. Und zweitens, müssen wir auch die Verluste versteuern. Aber wenn man doch etwas von beidem versteuern, dann man kann wählen zwischen Arbeit versteuern und Vermögen versteuern, dann müsste man doch Kopf noch mal das Vermögen versteuern. Weil dann tut es weniger weh. Oder wenn wir am Schluss auch gleich viel Geld haben, gleich viel Steuern einziehen. Wenn man es am Lohn einzieht, ein Investor, der gar keinen Lohn mehr hat, der einfach nur Aktien hat, der zahlt keine Steuern. Einfach steuerfrei. Kann man so machen? Ist bis jetzt okay gewesen. Die Schweiz hat floriert. Aber jetzt kommt die Frage auf den Tisch.
dann wird man sich fragen nach der Pandemie, ja, wie kommen wir wieder auf ein schwarzes Null oder auf eine rote Null? Und dann kommen wir auf die Idee, wisst ihr was? Wir machen jetzt halt doch eine Vermögenssteuer. Wir machen eine Zwangshypothek wie in Deutschland 1923, 1948. Jeder, der ein Haus hat, kommt noch 30% oben drauf über. In Form von einer Hypothek, wo noch keinen Franken sieht. Dann wird die Hypothek jetzt bei einer Million einfach um 330.000 Franken oder 300.000 Franken aufgestockt. Und du hast 300.000 mehr Schulden und kannst den Scheiß auch noch verzinsen. Wird dann zu noch mehr Konkurs führen, wird dann zu noch mehr Zwangsversteigerungen führen und so weiter. All das passiert wegen einem verfickten Pfnüssel. Ich kann das auf YouTube nicht so sagen, aber es ist einfach nur ein Pfnüssel. Es sterben nicht mehr, sie sterben nicht früher. Ich kann jetzt die Übersterblichkeitsdiskussion eintreten. Ein paar sind sicher mehr gestorben. Und zwar wegen der Massnahmen. Wenn man jetzt also den Blick sich da in der Übersterblichkeit herbeirechnet, dann sollte man das mit einbeziehen. Ihr gehört 20% weniger Krebstherapien dieses Jahr in Deutschland. In der Schweiz wird es vergleichbar sein. Wir sind entweder keine Zeit gehabt für die Leute oder weil ich zum Beispiel gar keine Lust hätte, ins Spital zu laufen mit einem Krebsverdacht. Oder? Und wie viele Leute haben auch keine Lust? Haben Herzinfarkt und Hirnschläge bekommen? Wie viele sind gestorben an dem? Wie viele werden noch sterben an dem? Was da passiert, ist die grösste Unmenschlichkeit Krieg ausgenommen. Es ist die selbst auferlegte, es ist ein stiller Krieg. Punkt. Es ist ein stiller Krieg und wird Kriegsfolgen haben. Und das kann man auf YouTube nicht sagen, kann man auf Facebook nicht sagen. Bang! Verschwörungstheoretiker. Ich habe mittlerweile das Gefühl, die Verschwörungstheoretiker von heute sind die Weisen von morgen. Die haben es gewusst. Aber wenn die Massenmehrheit das weiterredet, werden sich alles in die Schuhe reden. Und auch wenn die Krise da ist, man sagt, nein, das ist die Pandemie, hat viele Opfer. 100, ich glaube, jetzt jede Woche etwa knapp 1 Million mehr Arbeitslose in den USA. 1 Million mehr, wieder pro Woche. Oder? Man hat schon 22 Millionen Stellen verloren. Ich glaube, 12 hat man wieder zurückgewinnen oder 10. Und 10 oder 12 Millionen sind weiterhin ausstehend. Jetzt kommt wieder jede Woche 1 Million dazu. Bang! Ist auch für den Aktien dann ein Tauchgang. Und dann werden die Leute, wisst ihr wieso? Die Leute, die kein Geld mehr haben, keine Arbeit, die müssen verkaufen. Die können die Aktien nicht heben. Die müssen auf etwas leben. Dann verkaufen die, es dünkt eben, die Superreichen können nachposten. Kein Problem. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und die Gewerkschaften sind willfährige Systeme, sind willfährige Hilfe von dieser Ungerechtigkeit. Sie sind Kollaborateure. Es sind lauter Kollaborateure. In den Gremien von der Taskforce Kollaborateure. Im Bundesrat Täter oder Kollaborateure. In den Universitäten mit diesen Scheissstudien, die nichts hergeben. Tanja Stadler, ihre Superstudie mit dem R-Wert. Täter oder Kollaborateure. Überall. Durchs Band. Wir, die es einem leisten können, müssen jetzt die Rechnung zahlen für all die Arschlöcher, die zu dumm waren zum Rechnen. Und jetzt irgendwelche Scheissberufe hocken, wo man mit Schnorres Geld verdient. Anwälte, Universitätsprofessoren, all die Schnorris, all die Schwafflis, all die Psychologiestudenten, all die Soziologiestudenten, all die Dichter und Denker, ne? Gibt es die, die können rechnen, die wortgewaltig sind und Zeimeleis beherrschen und für das können eine Statistik interpretieren und Zahlen miteinander vergleichen, statt einfach nur mit absoluten Zahlen rechnen, wie es der verfickte hohe Massenmedium und der Bundesrat macht. Wir zahlen Kritik für all die Typen, die zu dumm sind, um das Einmaleins zu beherrschen. Anders haben sie doch lernen. Sie beherrschen das Einmaleins nicht und sie können ihren Verstand nicht einsetzen, um selber zu denken. Darum ist es also totaler Unverstand. Wir werden vom Unverstand regiert. Wow, ich schaffe es, ohne viel zu fluchen, da mal über die Sendung zu kommen. Für dich ist es schon ein Stück weit Resignation. Man schwenkt immer wieder hin und her. Es ist Aggression, Depression. Oder? Manchmal hat man eine Lachattacke. Es gibt fast ein manisches Lachen. Wo leben wir da? Oh mein Gott. Psychopathie. Fast schon lustig. Es ist fast schon lustig. Da in Mexiko ist es lustig. Ich glaube, ja, wird es minus 11 Grad. Weniger lustig.
da jetzt 6 Wochen lang Raclette fressen mit 2 Meter Abstand. Ich komme aber bald wieder heim. Es ist der Irrsinn. Es ist der Irrsinn. Und wir haben es verdient. Und die Schweiz hat den Widerstand nicht verdient. Mir hat jemand gesagt, weißt du was, Dani, in der ganzen Geschichte hat nie jemand Widerstandskämpfer verdient. Nie. Es war immer eine Minderheit, die aufgestanden ist. Leider hat es auch Märtyrer gegeben. Ich habe nicht vor, Märtyrer zu werden. Also, dass es klar ist, ich also mit schriftlich, ich will nicht Märtyrer werden. Wisst ihr, ich habe mein ganzes Leben eigentlich immer mein eigenes Ding gemacht. Seit 20 Jahren selbstständig, verschiedene Firmen, immer mein eigenes Ding. Nie grossen Erfolg gehabt, aber nie einen Konkurs angelegt. Einfach immer für mich eingeschafft. Und für mich war es schon ein Erfolg, wenn ich mir 5'000 Franken heimgetragen habe und ich am Morgen ausschlafen konnte. Und vor allem dann arbeiten, wenn ich will, so viel ich will. Und ich habe immer viel arbeiten wollen, es hat mir gefallen. Arbeiten ist lesen. Wenn man selber arbeiten kann, was man will. Wenn man nicht auf Burger flippen muss. Wenn man nicht einfach nur putzen muss. Das ist scheiße. Aber es gibt auch Leute, die es machen, weil sie auch das machen müssen. Weil sie auch ihr eigenes Ding machen wollen. Weil sie auf die Sozialhilfe gehen wollen. Aber ich habe mein ganzes Leben lang mein eigenes Ding gemacht. Ich bin geboren dazu, mein eigenes Ding zu machen. Oder manchmal, wenn mir Leute mir Tipps geben und sagen, ja, jetzt bist du auf Locals, jetzt fängst du die Leute abzocken und pipapo. Und dann habe ich einmal nicht antworten, weil dann wieder so ein Böbböbböbö kommt und sage, you do you, I do me. I do me, you do you. Oder ich mache mein Ding, du machst deins. Oder? Das ist etwas, was ich gelernt habe im Leben. Einfach abperlen lassen. Kritik ernst nehmen, wenn sie nicht ad hominem ist. Wenn der Angriff in der Substanz ist, freundlich antworten. Und wenn man dann freundlich antwortet mit der Substanz, auf eine substanzielle Frage, und man kommt nachher einfach etwas auf Person bezogen zurück über, abperlen. Abperlen lassen, nicht mehr zurückschauen. Ich habe auch, für mich war es eine grosse Erfahrung, bevor ich habe Facebook ein Jahr lang etwa 5 Posts gemacht. Weil ich einfach gemerkt habe, das tut meinem Leben gar nicht gut. Der scheiß Facebook ist ein Lebenszeitkiller, ein Lebensqualitätkiller, ein Energiekiller. Aber voran habe ich gemerkt, weißt du, hör gut, Leute blockieren. Einfach weg mit diesen Arschlöchern. Einfach aus dem Leben radieren. Ich habe einfach gefunden, ja, ich bin für Redefreiheit. Ist ja schlimm, die zensieren. Wisst ihr was? Mein Facebook ist meine virtuelle Stube gesehen. Und darum, wer sich nicht anständig benimmt, wer mit mir anders redet, als mit meiner Stube, würde reden mit mir. Oder wenigstens draußen am Bahnhof, bei einem Bahnhof zu, wenn man auf den Zug wartet, wenn jemand wenigstens den Tonfall hat, wie er mir gegenüber hat, an einer Bushaltestation, soll sich ficken, tschüss, sperren. Mittlerweile habe ich die Übersicht verloren, mache ich praktisch nicht mehr, manchmal werde ich hingewiesen darauf. Aber ich kann ja raten, rühre die Sachen raus. Ich weiss, es ist eine Gefahr, man ist in einer Bubble nachher. Aber persönliche Attacken, was nützt das? Überhaupt, soziale Medien sind für mich nur noch darum erträglich, aus 2 Gründen. Erstens will ich auf diesen normalen, allgemeinen Plattformen nur noch senden. An Twitter. Twitter anschauen, bin ich blöd. Mein Gott, das macht dich krank. Du Twitter ja fast nicht. Aber YouTube, Facebook, einfach nur senden. Nicht mehr anschauen, was geschrieben wird. Es macht dich nur krank. Es macht dich nur krank. Darum auch bei Telegram einfach senden. Und dann, es reicht mir immer noch genug Bullshit über E-Mail, was ich weiß. Nicht so, dass ich in der Bubble lebe und nicht sehe, was passiert. Ich lese die Massenmedien. Für das habe ich genug Anti-Bubble-Material automatisch. Aber Locals. Bei Locals können nur Leute posten, die abonniert haben. Und weil nur Leute können posten, die abonniert haben, hat man tolle Posts. Und so viele tolle Posts, dass ich jetzt schon fast schon Mühe habe, das alles durchzulesen. Ist unglaublich. Ey. Ihr Abonnenten, ich liebe euch. Aber auch eure Member, die einfach nur angemeldet haben. Ich danke euch. Ich danke euch. Es macht wirklich Spass, mit euch in den sozialen Medien unterwegs zu sein. Weil Locals ist mein erstes soziales Medium. Weil schaut mal an, was auf Facebook passiert. Das ist ein asoziales Medium. Das sind asoziale Medien. Leset bei mir die YouTube-Kommentare durch. Asoziale Medien. Twitter. Das asozialste Medium überhaupt. Aber Locals nicht. Locals ist fein.
Und wir sind eine kleine eingeschworene Truppe. Friends, Family, Fuckers. Fuckers Sons und Fuckers Tortillas. Und wir können uns auf dieser Plattform umtummeln und einfach ein Stückchen alte Normalität geniessen von Leuten, die einfach ihren Verstand einsetzen. Und darum kann ich sagen, ich bin wirklich langsam ausgelaugt. Ich mache jeden Tag meine Sendung auf YouTube. Aber wirklich die Heimat. Die wirklich Heimat, die finde ich bei Locals. Ich komme jeden Tag wieder auf das Thema zu sprechen, weil es einfach so geil ist. Es ist so geil. Einfach nur, was für Dave Rubin, der die Plattform erfunden hat, was für eine geile Idee, dass ich erstmal Beiträge freischalten kann. Für alle, wenn ich will, oder eben nur für alle Member, für die 1500, die jetzt etwa sind, oder einfach nur für die Abonnenten, oder? Und wenn ich es aber für alle da freischalte, dann ist so, die Grundeinstellung so, dass nur kann kommentieren, wer in meinem Fall jetzt eben Member ist, $15 zahlt. Übrigens, ihr nicht über Coins kaufen, dort über die App, da zahlt ihr 30% zu viel. Geht auf die Website, über Safari oder Chrome-Browser und löst es dort. Dann könnt ihr einfach mit der Kreditkarte zahlen. Und wenn ihr es schon gemacht habt, am nächsten Monat anders machen. Weil da könnt ihr nur 30% noch Apple in den Arsch schieben, wo ja jetzt gerade der Trump, was ist dort, was hat Apple gemacht? Parler vom App Store verbannt hat. Man will die Arschlöcher nicht unterstützen mit dem Geld. Da sind wir also auf Locals völlig autonom unterwegs, wir können unser eigenes Ding machen. Und eben wie schön, es können nur Leute posten, die etwas zahlen. Jetzt hat man all die, es hat auch viele Member, die tolle Leute sind, will ich nicht sagen. Aber wenn es unter einem Member 10% Idioten hat, lange das, dass die das ganze Klima vergiftet. Und die können nur ein Like setzen. Sie können nicht einmal einen Daumen nach oben machen. Sie können nur einen Daumen hoch machen. Wie grossartig. Ich hätte gerne ein Smiley, weil wenn ich einen Daumen setze, ist meistens ein Lacher. Aber egal. Einfach nur Daumen rauf, Daumen runter, kommentieren, Das machen nur die Leute, die wirklich Freude haben an einem Kanal und wo es wert ist, dass ja, dafür 50 Rappen pro Tag zahlen. Es gibt glaube ich, eine Kryptowährung. Ist ja nicht Ripple, ist eine andere, jetzt habe ich den Namen vergessen. Mit denen kann man Mikro-Mikro-Transaktionen machen. Und das war übrigens eine Idee von Bill Gates, gewesen, vor etwa 15 Jahren. Lob im Lob gebührt, das ist wahrscheinlich die Idee von ihm, aber er hat es im Interview mal erwähnt. Er hat gesagt, man sollte es so machen, dass jedes E-Mail, das man verschickt, irgendwie 0,0001 Rappen kostet. Weil wenn ein E-Mail verschicken 0,0001 Rappen kostet, ist das dir und mir völlig schnurzegal, aber diesen Spam-Arschlöcher, die Millionen rauslösen, wird Spam jetzt teuer. Und so eine Währung gibt es bereits, oder? Und ich habe auch so etwas, einfach in teurer als 0,001 Rappen, weil das wir niemand abhalten, mir Meinung, also mich zu beleidigen, Meinungen habe ich auch gern, mich zu beleidigen. Aber mit dieser Bezahlschranke, da kann man genau einmal 15 Stutz zahlen, oder 13 Stutz, ja, ist ja Dollar. Und dann kann er mich einmal beleidigen. Und dann kann ich wieder 15 Stutz zahlen. Und dann kann wieder einmal beleidigen. Und so verleidet sein. Wie gesagt, ich habe noch nie jemanden bei Locals Band, weil die Arschlöcher haben nicht aus 15 Stutz ausgegeben pro Beleidigung. Die schreiben einfach ein Mail, das ich dann eigentlich recht gut ignorieren kann. So wieder ein bisschen mehr interns erzählt. Tut mir leid, eben das hure Locals. Es ist so geil. Und wisst ihr was? Da wächst langsam etwas an. Parler hat gesagt, sie werden bald wieder online sein. Die werden es also wieder anfangen. Und wenn sie Daten retten können, dann kann man davon aus, dass Amazon dann nicht Daten gelöscht hat. Das könnte dann Schadenersatzfolgen geben, wahrscheinlich fast in den USA, fast im Milliardenbereich. Wenn die wieder kommen, dann werden sie gross sein. Wie soll ich denn machen? Ich werde anfangen, auf Parler aktiv werden. Das ist ja quasi das Gegenkonzept von Twitter, glaube ich. Ich habe ein Konto, aber noch nie gebraucht. Und Locals ist mein Facebook. Telegram ist mein WhatsApp. Und ein Stück weit auch mein Twitter. Und Parler wird eben auch mein Twitter sein. Man kommt ohne die Plattformen aus. Und wisst ihr, das ist auch der Trick von YouTube. Ich habe immer noch Sende auf YouTube. Weil die nicht mehr verwarnen, es wird zerzieht, selbst und so. Wir sind ja auch Angst, wenn zu viel abspringen.
dann gibt es an einer anderen Plattform eine Chance, Fuß zu fassen. Und darum machen sie den Eiertanz. Und die Eiertanz machen sie auf meinen Eiern. Sie tanzen mir auf den Eiern rum. Und darum ist es ganz einfach. Auf YouTube werde ich ein bisschen mehr mit Engelszungen reden, alle Leute auf Locals treiben und dort posten. Und liebe Abonnenten, sind wir nicht böse, ich tue das Video auch wieder allgemein zugänglich machen. Ihr habt ja schon eins bekommen heute noch für euch und werdet auch weiterhin viel bekommen. Aber ich denke, das ist ein Video, das wert ist, dass es die Allgemeinheit gibt. Und also nicht wert, weil es wertvoller ist als die anderen Videos, sondern weil es vom Inhalt her Sinn macht. Die Leute müssen verstehen, was da läuft. Und wir können dann gerne wieder im geschützten Bereich mehr über Finanzen reden. Wir können mehr dann eben auch über die WHO, über Bill Gates und so weiter reden. So, wow, 30 Minuten. Jetzt kann ich gut Nacht essen. Da ist eine Pizza, Pizzeria, ein italienisches Restaurant. Auf das freue ich mich jetzt, dort hinzugehen. Mexiko, tolle Sache. Bis jetzt habe ich vier Leute gesehen mit der Maske unter den Gästen. Es sind vier Dorftrottel bis jetzt, die man gefunden hat, die allermeisten. Laufen ohne um das Personal extrem nett. Leider maskenpflichtig. Man kommt in so eine Handmaid's Tale-Stimmung rein. Also, wenn man sadistisch veranlagt ist, dann kann es einem noch gefallen. Oder die Untertanen müssen einem mit. Oder wenn man dominant veranlagt ist, sage ich mal sexuell gesehen, dann müssen einem die freundlichen, netten, jungen, hübschen Menschen bedienen mit einer Maske. Und man selber läuft rum wie der König. Weil ihr seid ansteckend, ihr Fussvolk, ihr seid giftig. Und wir von der Oberschicht, wir machen, was wir wollen. Es passiert eigentlich genau das, was der Bundesrat mit uns macht, was jetzt, kann ich jetzt da machen in Mexiko. Ich muss es machen. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, können Sie die Maske abziehen? Nein. Obwohl ein Plexiglasscheibe noch zwischen uns ist. Es geht nicht. Dann nenne ich Tode zum Schluss. Ich will Geld wechseln. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich will gerne Schweizer Franken wechseln. Und er. Ich weint sie gesagt. Dann gesagt, können Sie nicht? Ich könnte nicht Masken abnehmen. Dann gesagt, ich will gerne Geld wechseln, Schweizer Franken. Und dann, was macht er nicht mehr so? Wisst ihr, was er macht? Er macht. Er sagt mir, ich soll Masken anlegen. Damit wir noch weniger miteinander reden können. Was für ein dummes Arschloch. Wie immer, das war es. Jetzt wollen wir essen gehen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Schöne und wir sehen uns wieder morgen. Bei euch ist jetzt Nacht um 2. Ich meine, jetzt schaut es niemand. Ich wünsche euch darum einen schönen Morgen. Ciao miteinander.